machen sollen bei unserem Personal, dass das hier so Problemchen hatte. Also die Hütte brennt wie sonst was. Ich kann hier im Endeffekt gerade nur noch darauf warten, dass vielleicht die Hütte aufhört zu brennen und dass man die kleinen Brände dann drumherum. Es sind ja auch keine kleinen Brände mehr. Die ganze Ecke hier brennt ab. Aber mit einer Person, was willst du machen, ne? Gibt schon in echt. Der Verteiler fehlt, ja. Der Verteiler bringt ja hier gar nichts, weil, weil wir können es nochmal ausprobieren. Verteiler. Ne, weil der zeigt halt immer nur hier an, ob wir auf Trage, weil der quasi hier als Sanitäter ausgebildet ist und gar keinen Feuerwehranzug und so weiter auch anhat. Sondern nur so, halt kein Helm, keine Sauerstoffflasche und so. Also, ich glaube, dieser Auftrag ist jetzt fast gescheitert. Mission verlassen. Ich weiß nicht. Verbleibende Brände 23. Die Hütte hier brennt wie sonst was. Das wird unser erster richtig, richtig groß verkackter Auftrag. Er kann schon mal nach Hause fahren, nochmal alle Leute warnen. Wir brauchen Verstärkung. Was anderes bringt es hier einfach nicht. Ich habe nur zwei Leute und der eine kann nur löschen. Zum Glück bin ich nicht in der Feuerwehr. Das Haus hat aufgehört zu brennen. Leute, wir haben noch eine Chance. Ja, bei einer Feuerwehr wird so ein Sanitäter bestimmt auch mal eben Schlauch nehmen und ein bisschen auf die Flammen draufhalten. Aber hier ist ja. Nö, mag ich nicht. Dafür werde ich nicht bezahlt. Das sind alles faule Säcke, die hier sind. So. Also im Endeffekt bleibt uns jetzt nicht mehr über als hier versuchen, so nach und nach unser Feuer unter Kontrolle zu bringen. Das wird eine ganze Ecke dauern. Aber zumindest hat die Hütte aufgehört zu brennen. Das ist schon mal sowas von ein Vorteil. Der brennende Baum kippt um. Zumindest bewegt er sich gerade. Lösch! Hallo! Nochmal auswählen. Nicht, dass der Baum hier sich irgendwie, weißt du, ba Bäume haben ja zu wenig Rechte. Da muss man sich einfach mal für einsetzen. Jetzt fängt hier hinten schon wieder die Hecke an zu brennen. Da hinten brennt der nächste Baum. Also wir haben hier auf jeden Fall richtig Action. Jo! Der Baum ist schon mal aus. Aber ich glaube, ich entschließe mich jetzt erstmal dafür, das hier. Wohin gehst du? Du sollst löschen. Bist du kein echter Feuerwehrmann oder was? So, die drei Stellen müssen jetzt ja auch erstmal gelöscht werden. Dann können wir uns erstmal um die andere Ecke kümmern. Weil sonst breiten die nämlich hier wieder sich auf die anderen Stellen aus. Also macht das, glaube ich, keinen Sinn, da schon rüber zu gehen. Der stand sicher, weil die Bude wieder brennt. Ja, sicher ist hier gar nichts. Sicher für uns ist eigentlich nur im Moment, dass wir gar nichts können. Das ist mit Sicherheit gegeben. Oh, der Baum da hinten, der bewegt sich. Ich glaube, der wird irgendwann umkippen. Das ist natürlich eigentlich auch schon eine geile Sache. Aber sollte nicht passieren. Wirklich nicht. Wir machen den auf jeden Fall jetzt als erstes direkt zu löschen, damit für den Fall, dass der hier umkippt und auf das Gebäude drauf fällt, dass dann nicht wieder die ganze Bude brennt. Jetzt reicht's, jetzt kommt die Polizei. Ja, wo denn? Nö. Hat er mich verarscht hier? Nochmal kurz hier. Ein Spritzer. Alter, mit einem Feuerwehrmann alleine retten wir hier so einen Riesenbrand. Das muss er auch mal berücksichtigen, Leber. Kann ja nicht jeder so ein Profi sein wie du bei der Feuerwehr. Aber für einen Mann alleine ist das doch hier eine wackere Leistung. Was willst du machen? Mission geschafft. Alter, das ist aber jetzt. Speichern möchte ich wieso mal, glaube ich. Hallo. Hehe.
Das ist jetzt mein Speicherstand. Komm, fährt alle mal heimwärts, macht mal nur einen Monat Pause. Ich stelle noch ein paar Leute ein, am besten hauptsächlich Feuerwehrleute, weil die Sanitäter bringen ja nicht so viel. Also jetzt gerade war es auf jeden Fall schon mal knackig warm. Das ist sowieso, also wir machen wahrscheinlich 5 Minuten Pause zwischen Rescue 2 und Project Cars. Das Problem ist einfach, na, die Bäume sind nicht tot, die haben nur ein bisschen geknuspert. Das machen die gerne. Ja, wir gehen da gleich hin, aber jetzt erstmal hier kurz in die Zentrale. Eben stoppen. Weil ich glaube, wir müssen jetzt erstmal reparieren. Oh. Mächtig kosten auf jeden Fall. Unseren Bärenstarken können wir jetzt hierfür einstellen. Warum kann ich das denn nicht, warum kann ich den hier nicht irgendwie durch eine Mannschaft belegen? Naja. Ey, so schlecht bin ich auch wieder nicht. Ich meine, ich gebe mir ja Mühe. Ich kann ja auch nichts dafür, dass ich das nicht kann. Allein diesen einen Wagen immer mitfahren zu lassen ohne Team ist wahrscheinlich schon schlau. Aber ist mittlerweile auch schon egal, weil er schon da ist. Oder kann man den jetzt noch abziehen? Nö. Ja gut, dann wollen wir mal schauen. Hashtag Anzeige abgelehnt. Sehr gut. Oh, wie kommen wir denn da rein? Brauchen auf jeden Fall mal die Feuerwehr. Weil die muss jetzt wahrscheinlich den Weg frei machen. Hier oder wo muss man da rein? Ah, hier ist der Eingang von dem Gebäude. Ja gut, wir haben jetzt folgendes Problem. Wahrscheinlich ist das hier ein Leiterjob. Und, wartet mal, was wir nicht haben. Richtig, eine Leiter. Irgendwie lustig, dass es an drei unterschiedlichen Stellen im Gebäude auf einmal brennt. Bestimmt ganz normal. Also er hier macht jetzt mal, was ist denn hier hinten? Ach, er ist schon hier oben, okay. Würde ich sagen, bricht er erstmal die Tür hier auf. Ach nee, er kommt dann. Ah, okay, das ist so ein Gate hier. Das Gate schon klar. Wo ist denn jetzt unser anderer Feuerwehrmann? Nicht, dass wir jetzt am Ende doch wieder nur zu zweit sind. Dass der hier mal eben Feuerlöscher holt, würde ich sagen. Hä, wo ist der denn? Kollege. Ach, hier stehst du. Ja gut, kann man natürlich auch machen. Und du sollst jetzt hier mal irgendwo rauskommen. Und dann auch dahin. Hallo. Genau. Wann kommen wir denn mal hier oben raus? Weil dem muss jetzt eigentlich hier irgendwo rauskommen. Also irgendwie verstehe ich dieses Gebäude nicht so ganz. Wann sind die Leute denn jetzt mal oben? Ah, er hier ist da. Dann lass es halt von mir aus fallen. Ist doch auch egal. Soll's hier durch. Genau, jetzt benutzt du das hier wieder. Hä?
Also, da liegt dann Gerät. Kann man den jetzt nie wieder aufheben? Ey, ich bin gerade komplett überfordert hier. Wo ist denn er wieder? Wo bin ich denn? Hallo? Da ist doch der Feuerlöscher. Warum kann ich den nicht einfach wieder aufheben? Ey. Die sind jetzt beide irgendwo im Gebäude, wenn ich das richtig sehe. Und ich habe keine Ahnung wo. Och Leute. Jo, da oben. Ah, da ist einer. So, jetzt kann's losgehen. Endlich, wohlgemerkt. Weil der dürfte ja jetzt eigentlich hier bereit zum Löschen sein. Und wo ist unsere Nummer 2? Da! Ja, okay, der kann die doch aufheben, aber halt mit demselben Befehl, wie man sonst zum Fahrzeug geht. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Hat er den jetzt mal aufgehoben? Nö, ne? Nö. Pause machen ist eine bessere Idee, das stimmt schon. Auch hier muss man nicht direkt weitermachen, nö. Mal stehen bleiben. Löschmittel von China ist verbraucht. Das passt ja auch wieder. Und du darfst jetzt mal hier losrennen. Du hast doch jetzt eine in der Hand, oder? Nee, hat er nicht. Darf der denn jetzt hier... Ja, er hebt ihn auf. Perfekt. Also perfekt ist was anderes, aber... Ja, es ist etwas. Und er hier. Ach man, er kann auch nicht mal die Treppen alleine runterfinden. Muss ihn jedes Mal jede Kleinigkeit hier zeigen, oder was? Hallo. Du bist Feuermann, du sollst hier löschen. Nicht ins Feuer reingehen. Bin sehr gespannt, wie lange das durchhält, der gute Lava. Aber der übt wahrscheinlich immer mit seiner Lavalampe. Ja, du sollst ja auch nicht mit Sauerstoff, du sollst hier... So, dann haben wir hier wieder... Er steht natürlich unten rum, anstatt sich selber mal ein bisschen hier zu bemühen. Feuerwehrlöscher holen. Und er hier ist auch wieder leer, oder was? Irgendwas kann der doch mal löschen. Ist ja unglaublich. Der läuft hier nur rum und guckt sich die Bude an, anstatt zu löschen. Also teilweise kann ich echt einiges nicht so ganz nachvollziehen. Ach so, ja, der ist auch leer. Gut. Aber da oben kannst du ja auch nicht mit Schläuchen arbeiten, oder? Wüsste jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie machbar ist. Hey, du sollst da hoch. Jung. Och Mensch. Du sollst da hochgehen. Und er hier soll sich einen neuen Feuerwehrlöscher holen. Genau, den Feuerwehrlöscher, der ist neu. Wisst ihr, da kennen sie sich noch nicht mit aus. Jetzt will der noch nicht mal hoch. Ja, soll ich noch einen Schlauch? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob das was bringt, jetzt einen Schlauch zu haben. Weil ich glaube nicht, dass der durch das Treppenhaus geht. Weil noch nicht mal die Feuerwehrleute können ja selber durchs Treppenhaus laufen, ne? Müssen wir denen ja auch immer erklären.
Also hier von mir aus probieren wir es mal. Nein, 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 nein. So. Dann hat er schon mal die Ruhe. Und er hier oben darf ein bisschen die Flammen eindämmen. Hallo, löschen. Also von einem Feuerwehrmann erwarte ich das irgendwie alles schneller und besser und keine Ahnung was. Also ganz untrainiert sind, sollten die ja eigentlich auch nicht sein. Die waren ja alle. Oder? Waren ja eigentlich alle quasi vom Beruf Feuerwehrmann. Hallo. Du sollst dein Werkzeug damit verbinden. Kannst natürlich auch dein Werkzeug wieder zurückbringen, wenn du gar nichts kannst. Vor allen Dingen, wer stellt da ein Regal vor? Das können ja nur immer die Flammen gewesen sein. Gut. Jetzt machen wir hier mal Löschmittel verbraucht. Gut, gucken, was der hier macht. Der darf jetzt mal anschließen. Kann das vielleicht auch hier anschließen? Keine Ahnung, was der macht. Der weiß selber nicht mehr, was er tut. Er hier wird jetzt auf jeden Fall mal die Tür aufmachen. An der Person hier helfen. Und dann mit der Person da rausgehen. Und was hier mit den PCs und so weiter los ist, das wird alles noch eine ganze Ecke dauern, glaube ich. Lass es brennen. Geht dann nachher von alleine aus. Ja. Da war gleich dead. Ja, auf jeden Fall. Oh, du hast sogar recht. Ja gut, nicht gesehen und so. So, dann kann unser Lava aber jetzt erstmal. Ich kann aber auch nichts für Lava tun. Ich brauche den. Der muss jetzt mal ein bisschen reinhauen, ne? Muss mal zeigen, was er kann. Ist ja auch kein so schlechter Mann eigentlich, der Lava. So. Eigentlich soll der hier jetzt mal fallen lassen, ne? Also fallen lassen ist ein bisschen böse formuliert. Hallo. Boah. Hier, ab durch die Mitte. Bevor sie uns jetzt hier den Eingang quasi komplett anfackeln und hier nichts mehr geht. Warum gehst du da so nah ran, Lava? Bist du eigentlich für einen Feuerwehrmann? So. Opfer ablegen, gut. Ja gut, die kann auch stehen. Kann man die irgendwie auftanken, die Sauerstoffflasche? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was China da macht, aber der steht auf jeden Fall absolut im Gefahrenbereich. Soll's weggehen da? Mach das doch mal aus Entfernung. Ja, er hat mich verstanden. Okay, dein Löschmittel verbraucht, dann darfst du mal kurz raus. Pralinen essen klingt doch lecker. Das mach du mal. Ach, das ist wieder der eine, der nicht hochgehen will. Guck mal, hier ist eine Tür. Also, manchmal hat das Spiel doch auch noch offensichtliche Fehler. Außer dieser offensichtliche Fehler hier halt. Also unser Opfer ist ja auch noch nicht in Sicherheit. Den konnten wir auf jeden Fall noch nicht helfen.
Eigentlich konnte man bis jetzt noch gar nichts Gutes bewirken hier. Nee, nee, sorry. Der muss dahin. Der hier geht auf Behandeln. Und geht dann... Genau. Feuertür. Warum kann ich die nicht beide hochjagen? Also... Jetzt geht's. Gut, ja, hier behandelt jetzt auf jeden Fall erstmal die Frau. Okay, die will gar nicht behandelt werden. Ist auch eine Option. Nur halt keine, die ich mir eigentlich gewünscht hätte. Für die Frau jetzt so. Ja gut, unser erster Mann ist hier jetzt quasi schon quasi am Arsch. Und sie möchte gar keine Hilfe. Das sieht auf jeden Fall erstmal für uns super aus. Okay, wir haben nur noch Klopper. Klopper weiß auch nicht mehr, was er tun soll. Klopper weiß nicht mehr. So. Klopper sorgt jetzt für die Sicherheit von unserem Kerl hier. Und oben mit den... Ja, wann kommt Project Cars? Um 20 Uhr.